Bei Guinness Loki heißt ja irgendwas, was nicht mehr da ist, was man dort gewesen ist, wirkt jetzt noch. Ja, aber das ist ja der Spirit von der ganzen Reise. Ja, absolut. Dieses Tangentiale. Auch dieses, wie du mir seit Wochen das eigentlich alles so erzählst und es rauscht alles so durch den Kopf und das ist super. Das ist nur so untouched, nur nicht. Das gar nicht die einzelnen Dinge so mit Leben füllen wollen, sondern nur so erhaschen, erahnen, ertasten und dann weiter irgendwie. Oder halt, ich war dort und hab's halt auch nicht gesehen irgendwie. 200 Kilometer, wir haben wenig Zeit, ne? Wir müssen 20 Stunden dranhalten. Das Ding ist, wenn du nicht willst, dass Stefan aufnimmt, ja? Musst du einfach kurz das Radio anmachen, weil da kommt dann copyright-geschützte Musik. Ah, geil. Und dann kann er es nicht verwenden. Richtig. Lo más importante es que tengas botas militares. Como yo. Das können wir filmen. Mach nicht so. Am meisten mag ich aber das kleine Pförtnerhäuschen oben, wenn du reingehst, so ein alter Holzverschlag. Der noch original ist, das ist auch vom 19. Jahrhundert. Und dann kriegt das Ding auf einmal Leben, wenn du da reingehst mit so ein Holzzimmerchen. Oben, wenn du beim Eingang in die große Halle, ist so ein Holzzimmerchen. Und das finde ich total geil. Das ist genauso alt. Und da denke ich jedes Mal, so wie du gerade von dem Phosphat im Boden hier geredet hast, von dem Blut, da denke ich bei den Holzwänden an den Schweiß der Pförtner oder sowas, die da seit 100 Jahren drin hocken. Das ist Europas größtes Denkmal der Welt, ne? Das ist aber leider nicht beleuchtet, deswegen nehmen wir das Ding hier. Das Bombardement, wo Hölderlin mit dem Gontarschen Haushalt nach Kassel geflohen ist. Also war das auf seinem Siegeszug eigentlich noch bei Napoleon. Guckst du Lost noch? Wegen Jacob, ne? Das sind auch einige, dass das irgendwas mit den Jakobinern zu tun hat. Guckst du es noch? Nee. Nicht. Seit der zweiten Staffel nicht mehr. Das ist natürlich nicht gut. Guck das mal. My name is not Werner Herzog, although I may sound a little bit like him. I accompanied my two fellows on their precious and spiritual journey along the German Autobahn A38, built to help a torn country reunite. We started our trip on the first minutes of the 18th anniversary of the German reunification on October 3rd, 2008. Und zwar jetzt direktement vom Völkerschlachtdenkmal hierher, gell? Vor dieses Teil. Wie in dem Buch von Paul Auster, Leviathan, wo einer immer so rumfährt, auch so Unabomber-Style, und im ganzen Land so Liberty-Statues in die Luft jagt. Ja. Jetzt ist das auch so, der Bauer hat hier jetzt einen Sprengsatz deponiert in dem Schaumhaus-Style. Ja. Ich glaube, ich würde das dann wieder auch fahren wollen. Absolut. Unangenehm hier irgendwie. Warte mal. We left Leipzig and took our first exit at Großgürschen, the place of Napoleon's first great battle after his retreat from Russia. Then we headed for Lützen. Die Zeiten, genau. Ey, na eben, dann können wir dann mit dem Anfang machen. Jetzt sind wir gerade in Belentis, Großgürschen, 2.05 Uhr. Wir sind ja voll vorne dran noch. Also. Stimmt's? Lützen habe ich hier, 2.15 Uhr. Actual time is... Ah, siehst du, es wird immer weniger, hey. Ganz kurz, Wikipedia ist eine freie Texte, kann man zitieren. War der gegen 1 Uhr aufkommende Nebel schuld oder seine historisch belegte Kurzsichtigkeit? Auf jeden Fall geriet Gustav Adolf zu nah an die feindlichen Linien. Jetzt Golo Mann, es ist nicht rechtefrei. Gegen 11 Uhr beginnt das Eigentliche. Es beginnt mit einer solchen Furia, dass niemand je solches gesehen noch gehört hat. Und so weiter. Blitz mir noch mal rein. Wer, ich? Egal. Jo, cool. Ah, genau. Und Nietzsche übrigens, da kann ich mal kurz aus dieser Biografie lösen. Als 14-Jähriger, ne? Wohl kann ich mich noch erinnern, wie ich einstmals mit dem lieben Vater von Lützen nach Rücken ging. Okay. Und wie in der Mitte des Wegs... Entschuldigung. Die Glocken mit erhebenden Tönen das Osterfest einläuten. Dieser Klang tönt so oft in mir wieder und Wehmut trägt mich so dann nach dem fernen, teuren Vaterhause hin. Ja? Das werden wir also gleich erleben, wenn wir nach Rücken rüber wollen, oder? Aber es ist ja schon verrückt, dass ich diesen kleinen Kaffee, das hier Nietzsche gedacht hat irgendwie. Das waren nur die ersten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre. Und dann wird es auch wieder zurückgekehrt. Ist. Ja, kannst du mal bitte auf den Kollegen hier leuchten? Franziska Nietzsche, Mutter, oder?
eingefrorene Höhler. Okay. Jetzt kommt ein schöner Ort, jetzt kommt Rippach, da wirklich einfach nur ganz kurz anhalten, 13 Sekunden. Und dann begeben wir uns immer weiter ins Hinterland. Ja, geil. Der Acht. Nochmal. Also, das ist jetzt hier Faust, ja, Sinne Aubachs Keller. Ihr scheint ein sehr verwöhnter Mann. Jetzt sagt der andere Student, ihr seid wohl spät von Rippach, ne? Ja, aufgebrochen. Ja, ja. Habt ihr mit Herrn Hans noch erst zu Nacht gespeist, Mephisto? Und so weiter. Und das ist der Gasthof, der Herr Hans, das war praktisch einmal, das war praktisch der Hausherr, das war der Wirt. Ja. Und das ist im Faust herinnen, nicht? Okay. In jeder Übersetzung, Sie können dieses Rippach-Wort in jeder Sprache der Welt finden. Das ist ein Schmarrn. Das ist kein Schmarrn mehr, das ist eine Weltliteratur. Okay. Ja, okay, bring it on, hey. Bring on the lamplight. Ich würde auch zurückfahren, weil diese Kurve, die ist berüchtigt. Also das geht hier 180 Grad rum, ne? Ich will mal was riskieren. Ja, würde ich nicht machen. Ich bin der Fahrer gerade. Ja, aber es geht, was ruhig machen. Ich glaube, die blinken nachts immer. Ich bringe das Auto an den Start, dass es in Betrieb ist. Ich weiß, es ist schrecklich im Betrieb, ja? Das ist ungefähr. Schon mal hier auftauchen, oder? Ja. Also ich nicht. Nee, im Gottes Willen. Das ist aber echt hier der Anti-Nietzsche-Espresso, weil Nietzsche sagt, man soll das nicht zu sich nehmen. Oh, geile Akustik. We stopped at the beautiful castle of Weißenfels. Then we proceeded to the newly reconstructed 7,000-year-old Sun Observatory at Goseck. It was so dark we could hardly see the palisades, so we concentrated on the information table. At night, the Leuna Oil Refinery provides a skyline roughly resembling the skyline of Manhattan. The Autobahn A38 is not yet complete. Two segments are still missing, so we had to switch to the A143 and use the little detour to enter Halle Neustadt. We were surrounded by an unsettling assembly of GDR high-rises and made a stopover at a deserted train station in the center of this district. These are the only shots we could use. The rest of the material didn't copy. We left the place as quickly as possible and headed west again to visit two crucial places of Protestant Reformation. First Eisleben, then the close by Altstädt Castle, where a rooster announced the rising of the sun. Cool, sieht doch auch geil aus. Martin Luther. Das sieht ein bisschen aus wie Australien hier. Was? Alles. Ach ehrlich? Muss ich gleich mal aufschauen. Ja, es sind schon jetzt hier 8:50 Uhr, wolltest du schon bei einer schläfst sein. Vorher hast du selber erzählt, dass es eine Stunde dauert. Ja. Ich dachte, wir rennen hier durch. Nein, du hast gesagt, wir sind eine Stunde hier, das war mir jetzt halt auch fast. Ist doch gut. Get going, man. Sitzt du auf deinen Unterlagen eigentlich? Oder? Ja, bring it on. Park mal dazwischen den Bäumen oder einfach hier kurz her. Ich habe echt geschlossen. Hallo Christian, guten Morgen, hier ist Jonas. No veo por qué hay que tolerar invariablemente lo que nos viene de fuera. Und ich bin derselben Meinung. Das ist ein sehr schlechter Empfang. Wir kommen nur hin, wenn wir Besuch bekommen. Ja, man kann ja genau im Museum. Museum ist hier das einzige Museum, was in der DDR-Zeit neu gebaut worden ist. Das Springer Museum. Es gibt in dem Lokal eine Popliteratur-Ecke.
Aha. Okay. Und ist das hier und ist das erste Museum in der Bernadette gewesen. Okay, also ihr wart beide mal hier, oder wie? Wir haben schon überlegt, ob weder der Eckhardt noch du jemals hier wart. Also wie gesagt, das ist das erste Museum in der Bernadette gewesen. Vielen Dank, ja. Tschüss. Outside the Café Colditz, we called a befriended author who mentioned the coffee house in one of his infamous travel books. We reached him far away in Madagascar. The reception was not too good, but he managed to point us to another ambivalent side of German history, a statue of Field Marshal Paul von Hindenburg, the last German president before Hitler. This statue was buried after World War II and just recently rediscovered. Das ist was ganz Einmaliges. Ich würde auch das so erhalten wollen, diese Auffindungssituation. Ja, ja, das ist das offene Grab. Ich meine, das ist Wahnsinn. Nach Osten, oder was? Erstmal draußen noch eine totale holen. Die Mappe im Bild ist aber auch immer sehr gut. Okay. Ich würde gerne eine Wurst essen. Das Original oder die gebrüht, wie er hat? Das ist nämlich, hat nämlich nichts mit der aus dem Volksmund zu tun. In der richtigen Thüringer Dorf kann ich nicht. Naturgewürze, das sind alle Thüringer. Das sind jetzt frische. Das sind die gebrühten. Die gibt es kleiner, die gibt es größer. Genau. Für mich geht es darum, dass die Urlauber auch wirklich das Original kriegen und nicht diese Supermarkt überall kriegen. Kannst du auch ein Stück holen? Ja, ich will lieber selber essen. Ja, danke schön. Oh. Warten Sie mal, ich lasse Sie mal kosten. Immer nicht so sein. Aber nicht so viel Aufwand deswegen. Nee, wieso? Sie sind doch nicht auf unserer Gegend, oder? Nee. Ja, na, das geht mir ja nur darum, ja, dass es. Oh, aber ich kann jetzt keine. Jetzt waren wir gerade auf dem Kiffhäuser-Denkmal oben und ja, jetzt fahren wir noch nach, waren am Grab von Nietzsche. After a short glance at the gigantic Kiffhäuser Monument, we proceeded to the Panorama Museum in Bad Frankenhausen, which houses the biggest oil painting of the world, Werner Tübkes masterpiece on the early bourgeois revolution in Germany. Then we journey to Sondershausen and in order to reach the city center turned into Pushkin Promenade. Ни не спится, ни до огня, всюду мрак и сон до кручной, тотчас сов лишь однозвучной, раздается плюс маня. Genau, jetzt kommt wirklich ein Schriften-Highlight, okay. Frakturschrift, wenn man nicht weiß, was man sonst machen soll, ne? Ich stellte mich in die Straßenmitte und versuchte zu schlafen. Ist das gut oder ist das nicht gut? Das ist eigentlich nicht gut, ne? Doch, eigentlich ist es sehr gut. Das ging natürlich nicht. Na gut, das ist aber vielleicht der falsche Star. They want their state back, you know. They want their effing state back. It's about what we invested in this country here. You know, we came over. Yeah, you know, we secured their ass at least twice, you know, in like in 45. What, twice? 1968, or when was that, when their stupid long-haired bastards tried to bomb us out of this country here? In 1971. What was that? I mean, we were, you know, our guys were dying in Nam. And they sort of here try to bomb us out of this place. Bush, you know, he's a liberal himself. You think he handed this over to the Russians, you know? What could the president do? This beautiful like piece that? Of I mean, land here, where, you know, Nietzsche and all that. Are you from Denver? Yeah, I'm from Denver, yeah. Because it's really nice. Quite a while now, so my accent is sort of freaked up with a lot of British influences, you know? But originally I'm from Denver, and I feel damn right American, man. I can tell you, this year... American, yeah. I have a very I have also American friends. To train some vocabulary, to train the English. You do well, man, you do well. Yes, amazing. I really try hard, but the You're thing an is, amazing job, man. I have let me tell you, a amazing. Lot of things to work, you know. I work in a kindergarten. I thought you were in literature or something, because, you know, we've what? Been running around all day, like, looking at different places, you know. And, like, I got the feeling that everything has to do something with
with literature what you're doing. My favorite author of all times is Theodor Storm. He really author. Author. Ah, gotcha. He's like an author. He writes. What's his name? Say it again. Theodor Storm. Did you know Theodor Storm? Theodor Storm. Storm. Yeah. Storm. Storm. It's like wind. Was he the guy with the in, you know, what was it called, like? Steel Thunder or something, or Steel Thunder. Steel. Yeah, but you know, there was this one guy from Germany. He's quite famous in the U.S. because he, you know, back in later in the 60s, he started to use drugs. Das machen wir hier. Bist du mal so hoch? Du wolltest zu deinem komischen Ding? Zu Schnabel, ja. Thomas Münzer. Geburtshaus. An dieser Stelle stand das Geburtshaus. Thomas Münzer mit TZ ist doch falsch, oder? Nee, es gibt beide Schreibweisen. Echt? Ja, es sind relativ gleichberechtigt, also keiner weiß richtig. Weil er, also weil der sich im 16. Jahrhundert schon verabschiedet hat. Johann Gottfried Schnabel, he lived here from 1924 to 1944. And he is the inventor of Lost, an award-winning show that runs on ABC these times. And he basically invented the whole concept. Excuse me, did I hear that you say Lost? Yeah. Do you mean the television? Yeah. He's the guy that invented Lost. You know the award-winning show on ABC? No, it's also running here. It's running here now. Yeah, what Lost. I think it's in the second season or something. I think he invented the show before TV was invented. So they waited until TV was invented to run his show. These are not the dates in between he lived. It's just the dates he lived in his house. So maybe, and I think maybe he's taking part in this television show himself now. I mean, I see you kind of laughing, but there might be a chance because it's not really sure. I mean, could be a guy that's like now 200 and something years old. A lot of things happen on Lost. Interesting. I know. Thank you. Interesting. Yeah, perfect. The people try to talk to me, you know. Their English is pretty good, and, you know, something happened. I talk to them, and something, you know, it inspires me. Sorry, I forgot something. Yeah. Do you work for television? Would you mind, you know, people here in Germany, they don't know this man. There's a sign here. There has to be a reason for that sign, you know. And I'm kind of like crawling behind things. That's something that I do. We had so many signs in the eastern part here in Germany. There are always celebrations for people, and so we stopped bothering. That's actually interesting, you know? Because I heard there were like two parts, like a communist part on the one hand and some until it was a long time ago. But you lost the war. We don't talk too much about it. The war, isn't it? Like yeah, of course, yeah, we lost. But and then we were here in the east. My father knew a guy whose father fought in this war. I lost two grandfathers actually in this war. Lost. Yeah, like the show. I didn't want to be rude or something. No. Always, it's interesting. It's always interesting. About Lost for me, you know. It's interesting. It's interesting. Thank you. Ich glaube, es sieht sogar sehr schlecht aus. Alright, back on track, VIP Max, and today we are in Nordhausen. It's a really nice city here in East Germany. And we have here some kind of like a plate with a guy. Excuse me, can you please help us? Yo, what's up, man? We have kind of found this plate, you know, from the US. We have a little show running here. And we are just like wondering what this guy did that he deserves a plate. People like come that. To Nordhausen to see him. It was Eduard Balzer. He was like, he was he founded like a church, you know, like a religious movement. I read some like a religious thing. But he was like he was preaching to not to eat animals. It's a silly idea because like meat is good for you, my slogan. That's what this is a beautiful concept for us Americans not to eat meat. I mean, this like, what about meat? It must have been in the 19th century that he said it would be better only to eat plants. I think this idea spreads through the whole city, like an agenda. The guy had an agenda, kind of, because we are looking for people who have agendas. You know, like, do you have an agenda actually? Yeah, he was male. He had male agenda. Male gender. Do you have an agenda? He was male. But like an agenda. Like agenda? Something you live by. Something like, you know. I mean, we have democracy here now. We go voting. We do have sports? Our ideas. Do you do sports? No. Do you sports? Baseball? Like baseball shit? Or what? Like football? Soccer? Soccer. They call it soccer. Soccer. Yeah. Soccer. Yeah. Like foot. Yeah. Football. Sure. This is this Musikerviertel. Ob der Förderung kriegt hier, dass er seinem Bildungsauftrag nachgeht? Aber so eine kleine Uni,
auftretende Stadt, die geilsten Platten. War das so eine Art, war das eine Modellstadt in der DDR? Oder? Wir haben ja Industrie angesiedelt und brauchten ganz schnell ganz viele Wohnungen. Dann haben sie hier so ein paar neue Sachen ausprobiert. Ja. So, willst du rankommen an die Kirche hier, gell? Ja, das geht schon. Hier Church, oder? Ja, genau, halt mal an. Stepped into a church, Leinefelde dreaming. From Leinefelde, we went up north to the area between Teistungen and Duderstadt. There, one can still see the remains of the former border that divided the two Germanies. My fellows had moved uphill already, as I had to clean the lens of my camera. When I caught up with them again, they were extrapolating the speech of President Horst Köhler, since we had missed it on the radio earlier. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, meine Damen und Herren, als ihre Zukunft zu gestalten. Und eben dieses Gestalten, meine Damen und Herren, das müssen wir wieder nutzbar machen und zurückführen in die Mitte unserer Gesellschaft. A short stopover was made in Heiligenstadt, where we admired a statue of Theodor Storm, one of Germany's most distinguished poets in the 19th century. Then we passed the 1.7 kilometer long Heidkopf tunnel and entered Lower Saxony. We rested at the Friedland Memorial and summoned our last reserves. We left the autobahn to head to Jünde and further along to a small hill called Sesebühl, the by far most beautiful but also most unvisited places around, as German poet Hans-Jürgen von der Wense put it. From there, we had a great view over the city of Göttingen. The city lights drowned in darkness, and it was time for us to end our journey along the A38. Quietly, without saying a word, we entered Göttingen. My fellows had even stopped the sporadic rehearsal of their forthcoming theater play that had made our journey so exhausting at times. I decided to leave parts of it in the documentary because I think they might bear an importance that I cannot grasp right now.